Oh yeah, Elektroschrott. Yeah, yeah, yeah. Ich habe eine neue Kamera, werdet ihr gleich sehen. Super, super gut. Hat meine Frau gesponsert, die gute. Einen Link, nicht auf die Frau, sondern auf die Kamera, gibt's unter dem Video, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, mit was für unfassbar geile Hardware ich hier drehe. Und ansonsten würde ich sagen, schaut euch mal an, was ich da zu zeigen habe. Bye. Wir haben hier unsere LED-Matrix, die zeige ich jetzt hier zum ersten Mal mal vollständig und ohne Diffusorpapier drüber. Die zeigt tatsächlich, wie man hier sieht, bereits die richtige Uhrzeit an. Es ist jetzt also 4 Minuten nach halb Mitternacht. Und die korrekte Uhrzeit, die kommt von diesem Modul hier. Das ist ein ziemlich geiles Teil, finde ich. Das ist ein DCF-Uhrmodul mit eingebauten RTC von ELV. Sehr, sehr viele Abkürzungen, super, stehe ich voll drauf. Und dieses WTF macht OMG mit 2 LMAA und empfängt die korrekte Uhrzeit. Was ich hier ziemlich fetzig finde, ist, man kann über den DIP-Schalter einstellen, welche Art von Kommunikation er verwenden soll. Er kann also entweder serielle Schnittstelle UART oder er kann I2C oder er kann SPI. Ich habe jetzt in dem Fall hier I2C verwendet. Die einzige Sache, die ein bisschen blöde ist, das Biest an sich, die Platine selbst, wäre eigentlich nur für 3,3 Volt ausgelegt. Meine ganze Schaltung macht aber 5 Volt. Man kriegt, ich weiß nicht, ob man das hier einigermaßen erkennen kann, dass die innere Platine könnte rausgebrochen werden. Das innere macht 3,3, das was außen drumherum ist, ist, damit man es als Arduino-Schild verwenden kann. Da sind die ganzen Pegelanpasser drauf, die man so braucht. Das wäre an sich schon total super. Ich hätte am liebsten hier einfach die Stecker drauf gelötet und gut. Nur blöderweise braucht das Teil sowohl 5 Volt als auch 3,3 Volt. Na, supi. Das heißt, ich habe hier auf das Board noch einen kleinen Spannungswandler drauf gefrickelt, der mir aus den 5 Volt, die hier am Stecker reinkommen, 3,3 Volt macht und das hier reinfüttert und dann funktioniert das auch. Also letztendlich nur noch mal ein bisschen Frickelarbeit gehabt, um einen vernünftigen Stecker zu bekommen, Spannungswandler. Man sieht hier nur meine Vorliebe zum Lochraster. Hoppala. Meine Vorliebe zum Lochraster konnte mal wieder einigermaßen gefrönt werden. Ja, soweit so gut. Momentan ist die Software noch ziemlich trivial. Ich polle jede Sekunde von dem Modul und zeige hier halt immer die aktuelle Uhrzeit an. Das werde ich wahrscheinlich heute Nacht noch so umstellen, dass er für die Uhrzeit, um es abzuholen, jede Minute einen Interrupt auslöst hier. Das kann das Modul nämlich coolerweise auch noch. Und immer wenn der Interrupt kommt, werde ich dann in der Interrupt-Routine die Uhrzeit auslesen. Und dann kann ich mich tatsächlich in meinem, ich sag mal, Hauptprogramm auf solche Sachen wie Einstellen der Weckzeit und so ein Zeug verlegen. Und muss mich da nicht mehr darum kümmern, dass die Kommunikation irgendwie passt. Tja. Ich werde unter dem Video noch einen Link zu diesem wirklich hammergeilen kleinen Modul mit anbringen. Dann könnt ihr euch das auch kaufen und ein bisschen damit rumspielen. Und ansonsten setze ich mich jetzt gleich hin, programmiere noch ein bisschen und sehe zu, dass der ganze Krempel da irgendwie vernünftig ans Fliegen kommt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.